Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und hier vor der Hornnacht. Und es ist mit dabei Welkrei. Moin. Lan. Hi, hi. Ahn. Aloha. Und Missy. Hi. Ja, habe ich wen vergessen? Nee, ne? Gotteshand kommt später. Gotteshand kommt später, immer noch später. Ja. Und die Hordennacht kommt näher. Wir haben 21 Uhr, in der Stunde geht's los. Ja. Draco ist da. Das ist die Mini-Stadt, die ich meinte. Ah, okay. Das ist so schwierig. Aber ich mache jetzt auch mal rechte Maus, hast du? Das ist, sieht echt cool aus, wenn man da drauf sitzt. Warum rennt Arne eigentlich an uns vorbei? Entschuldige. Hallo, hier sind wir. Und was macht denn die linke Maus? Das, ist das Fressen oder Haarballen hochführen, Draco? Ich finde das echt fies, ja. Ich rette deine Frau vor den bösen Fängen dunkler NPCs, ja. Und du lässt mich hier stehen. Hört genau. Sich nach Asrak. An. So, okay, was soll ich hier kaufen? Aloe Vera oder? Aloe Vera Samen. Das müsste das oberste sein, glaube ich. Guck mal. Welkrei, du hast mich gerade so erschreckt, ne? Echt? Ah ja, okay. Fängt meine Brüste, ne? Deshalb wahrscheinlich. Warum läuft der eigentlich neben euer Pferd? Das soll ich droppen? Lustig aus. Ja, bitte. Gut. Ich muss noch mal eben 3 Stacheln anbringen. Mehr habe ich leider nicht mehr. Ich erinnere, ich habe noch 2. Es ist 9:30. Ich wollte nur dran erinnern. Verdammt, wo geht's denn nochmal nach Hause? Wo ist denn unser Haus? Da, wo ich bin. Da, wo das Zeichen vom Schlafsack sein sollte. Ja, ob ich woanders eingesetzt habe, weil ja eigentlich hatte es war ja ein plötzlicher Anfall von Tod zu erwarten, wenn man das Pferd sattelt. Deshalb. Grüß dich, Sankoku. Deshalb habe ich ja gerade keinen Schlafsack. Also meiner ist irgendwo draußen. Wow. Krass. Okay. Nicht sterben. Ich habe schon Hunde verloren in solchen Spielen. Nee, sterben ist out. Pferd. Wert. So. Wert. Pick up Bedroll, pick up Bedroll. Ich nehme mal die. Ich so, weiß nicht, ob jetzt das die ist gleich Hordennacht. Meine oder 5 Sekündchen noch. Ja, falls eine Horde kommt. Also ich hab's beim anderen YouTuber gesehen. Der hatte wohl die Entwickler irgendwie angeschrieben, ob da... weil er wohl auch keine Horde hat und dann haben die wohl gesagt, hier, das und das musst du machen. Ich weiß aber nicht, was das war und es hat dann aber auch nicht geklappt. Es kamen dann so ein paar Goblins, aber es war wahrscheinlich Zufall, dass da Goblins kamen. Oh, oh, oh. Alles klar, ich muss weg. Ich habe was im Schlepptau. Ja, ich höre doch hier, hinterm Haus ist schon was. Irgendwas höre ich hinterm Haus. Goblins, ja. Okay, sie kommen schon an. Wer hat denn das Licht ausgemacht? Ja, ich behalte die Fackel in der Hand. Ja, du musst dich die Feuerwehr rufen, aber Fackel wäre schon schön. Ich mache auch mal Licht. Oh, die sterben ja so an den Spikes, die können ja gar nichts. Ja, deswegen machen wir ja die Spikes. Plan? Ja, ich habe gerade gesagt, ich stirb an den Goblins. Aber ich habe dich nicht gehört, ehrlich nicht. Bist auf du der anderen bist Seite du drauf gekämpft. Bist du außerhalb oder du bist draußen noch oder wie? Ich war eigentlich komm rein. Komm rein. Ah, Mann. Warum habe ich denn keine Fackel? Ich habe jetzt gar kein Licht. Hier hinten. Ich hoffe, ich finde jetzt meine 2 Rucksäcke. Yeah, baby. Haben wir noch irgendwo eine Fackel über oder hat jemand 2? Oder sehe ich sie nur nicht? Sehe ich sie nur einfach nicht? Hier drüben stirbt auch einer. Ach, weißt du, ich nehme die Wandfackel hier erstmal von der Tür. Fertig. Weil ich will mal eben hinters Haus gehen und gucken, damit Lan eine Möglichkeit hat, zu seinem Rucksack wieder hinzukommen, wenigstens. Na, ich komme. Tschüss, so, was hinter dir? Okay, der ist gelootet. So, Lan, ich bin jetzt auf der Rückseite des Hauses. Au! Ich sag doch einer, dass noch ein Goblin da ist. Sind noch mehrere? Ja, ich sehe. Da kommen auch noch mehr. Guck mal hierher, dass die hierher gehen. Weil hier sind noch keine auf den Spikes. Da können wir die schön uploaden. Jo, ich loote den hier noch zu Ende. Ey, bist du wohl... Ah, die haben immer noch Dolche und sowas. Ja, aber auch Gold. Nee, meine bisher nicht. Ich krieg mal nur die Goldrosen. 7 habe ich rausbekommen, ja. Was sind das viele?
Guck mal, ich stelle hier mal eben eine Fackel hin und dann kann ich auch mitmachen hier. Hunde? Waren das Hunde? Habe ich nur hingehört? Ich glaube nicht. Wo will der denn hin? Einer kommt nach vorne gelaufen. Komm zurück. Er kommt wieder zurück. Oh Mann, jetzt entscheide dich doch. Upsi, ich bin runtergefallen. Hey, was mit dem Pferd? Warum rennen das hier so aufgeregt durch die Gegend? Arme Ding. Tötet ihr noch einer, oder? Nein, gut. Ich gehe jetzt runter und töte den. Kann mal jemand... Hast du eine Fackel, Asrak? Ja, hab ich. Dann mach mal bitte Licht, dann gehe ich runter und dann töte ich den eben. Er ist tot. Oder so. Ja gut, immerhin Mini-Horde. Okay, aber wenigstens funktioniert dieser Spielstand. Gut, es ist Tag 7, ne? Was haben wir erwartet? Obwohl, in dieser Mod kannst du alles Mögliche erwarten, sag ich mal. Eben. So, ne? Also, wenn die Wanderhorden sind ja schon ziemlich krass, die da zwischendurch kommen. Ich würde mal davon ausgehen, dass es das war. Dann gehe ich jetzt mal eben looten. Mhm. Dann bleibe ich wieder vorne mit der Fackel. Oh Mann, man kann den nicht mehr verschieben. Paxesel, danke für den Host. Kann man bei den Händlern eigentlich auch Sachen verkaufen wie Dolche? Habe ich ja, bisher noch mal geguckt. Ja. Dann sollten wir da vielleicht mal die ganzen Dolche, die wir hier haben, verdecken irgendwie. Ne? Weil ja, ich tue die hier oben alle in die Kiste, weil ich ja auch Dolche gefunden ohne Ende. Ja, 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 immer ohne Ende. Und du musst die alle einzeln, du kannst die nicht mit Shift links oder Shift rechts rüberschieben, ne? Das geht nicht mehr. Okay. Das habt ihr auch, ja, weil ich habe schon gehört, das liegt an mir. Nee, 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 das geht nicht. Also ein Messer werde ich mir wahrscheinlich behalten, denke ich mir, aber... So, wir haben 9 Leder. Ich klopp den Krams hier mal eben weg hier, das ist Glibber hier. So, das passt. Schauen wir in die Slayer-Quest, da kann man sehen, was ihr noch zu erwarten habt. Aha, okay, das mache ich doch gleich mal. Eisenhaus, vielen Dank für dein Host, vielen Dank. Stimmt, man kann das wirklich nicht verschieben, meiner Reihe. Ja. Na, Abend, Eisenfaust. Wer hat Geburtstag? Was? Ahn? Ja, hier? Kannst du gleich mal mitkommen, damit ich zu meinem Rucksack komme? Klar. Wo immer du bist. Vorm Haus. Also außerhalb des Hauses. Also ich bin rechts im Haus. Also wenn du da, kannst du gerne hinkommen. Da wäre ich dann auch schon. Kackenlern hat Orange, okay. Ich hoffe, ich finde den noch, weil auf dem Kompass wird er mir nicht mehr angezeigt. Und Knörfel, hi. Und danke für den schönen Abend. Wenn ich warten will, bis Tag ist. Die Goblins sind natürlich auch am Tag noch da sein. Hi. Oh, du Faxesel. Guten Abend. Na, klasse. Kein Stein, kann ich gerade nicht reparieren. Dann kann ich weiter. Was machst du denn nachts draußen? NPC, du. Bernie zockt. Selber zocken und zuschauen klappt nicht so. Ja, das glaube ich. Dann ist jetzt nur Bernie schaut gerade, ne? Ja. Pass auf, ich packe die ganzen Dolche, die wir da verdecken wollen, einfach mal... Ach so, okay. Ich habe die Kiste gefunden, in der die schon alle drin sind. Okay, alles klar. Mhm. Nanu, warum geht das nicht mit? Dann haben wir es besprochen. Boah, Lan, wo bist du denn hin? Ich warte die ganze Zeit auf dich und bin nur ein paar Meter vorgegangen. Ein paar Meter? Sag mal, kann man in der Mod nicht mehr mit Shift-Links-Klick irgendwie was in die Kiste packen? Das müsste doch gehen. Warum nicht? Aber es geht doch eigentlich in der Alpha 16, oder? Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil ich zuletzt die Alpha 10 gespielt habe, deshalb. Ja, verwirrt. Aber nun...
ist ein Hirsch, falls du den erlegen möchtest. Ist das ein Schlingel, ey. Wo bleibst du denn? Du! Hättest du nicht so laut gelacht, wäre es gar nicht aufgefallen. Ja, aber das konnte ich mir nicht dann verkneifen. Ja, ich hab's gemerkt. Das ging nicht. Jetzt ist er böse, jetzt hat er es nämlich gemerkt. Böse Ahn. Nee, ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse auf dich. Mhm. Ich bin nur enttäuscht. Fühlst du schon das Messer im Rücken? Ja, er dreht gerade. Okay, probieren wir das mal. Ah, ein Traum. So, wir brauchen mehr totes Tier. Dieses verfaulte Fleisch, das wir umwandeln zu diesem Dings. Und dann brauche ich Laser. Oh, echt? Schade, habe ich gerade 26 von weggeschmissen. Warte mal, Sekunde, die versuche ich draußen mal schnell wieder einzusammeln. Mhm. Ja, dann ist das, macht doch mal. Ist das eigentlich ein schöner Folgentitel? Wir brauchen mehr totes Tier? Ich weiß es nicht. Ja, doch schon. Lass mich mal gucken, ob ich das wiederfinde hier draußen, das tote Tier. Leder, es hängt alles am Leder. Ist wahrscheinlich schon despawned hier. Ja. Hier ist noch 9 Leder in der linken Kiste unten. Ja. Ach, ich kann ja nicht reparieren. Danke. Hat mal jemand einen Stein für mich? Warte mal, hier liegt aber schon irgendwo einer rum, oder? Einen Stein. Boah, das ist aber nicht vor der Haustür gerade, ne? Was ist nicht vor der Haustür? Was ist denn nicht vor der Haustür? Ach, ich habe ja noch eine. Schau mal auf die Karte. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich vor der Haustür gestorben bin. Boah, so weit draußen. Ich war auf dem Weg zu meinem Rucksack, wo mich das Wildschwein gekillt hat. Ach so, weil hier noch Goblin-Leichen rumlagen, ne? Ich mal ganz ja, die haben mich ja dann überrascht. So. Aha. Hattet ihr die Goblins in deinem Haus schon gelootet und weggehauen, oder? Nicht weggehauen, okay. Und die nicht alle gleichzeitig antworten. Dann verstehe ich ja kein Wort mehr. Der war nicht schlecht. Ja, ne? Das ist gar nichts. Ich nehme das als Erkennende, als Anerkennende irgendwie als. Ja, ja, doch, aber ja? Auch wirklich. Ja. Den fand ich sehr geschmeidig rübergeschoben. Ja, okay, super. Na, jetzt muss ich gucken, ob ich hier irgendwo meinen Rucksack finde. So, wo bist du denn? Wo bist du? In der einen Kiste sind übrigens noch 3 Fackeln, ne? Also. Achso, du hast schon Verstärkung, okay. Lan, du musst mal kurz irgendein Item ausziehen und dann wieder anlegen, weil du bist unsichtbar. Ach, deswegen. Deswegen spielt keiner mit dir. genau das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein Spiel. Ah. Er hat sich den Schatten ins Gesicht gezaubert. Was? Du hast den Kurschatten angelacht? So. Heute doch well. Nee, das ist Leder ist ein bisschen zäh. Ich brauche dann eher so frisches, dehnbares Leder. Nicht so ein. So eins, was rumjammert. Wenn du wüsstest, wie dehnbar meine Haut ist, du. Na gut, wenn aus well halt das goldene Vlies wird, nehme ich ihn auch. Also. Das goldene Vlies. Oh, der arme Kerl. Das war's. So was muss er noch alles herhalten. Wir hatten so einen Baum im Vorgarten, der ist gerade abgehauen, der wollte uns nicht mehr. Nee, der wollte gefällt werden. Ach so. Bin der bitte nachgekommen. So, ich bin dann auch mal mit dem Pferd draußen, würde ich sagen. Ich will jetzt Leder eben holen. Wenn du irgendwo einen Rucksack auf dem Boden liegen siehst, sag Bescheid. Ich glaube, ja, dann ne? Hätte ich schon geschrien. Shit, ich bin runtergefallen in den Brunnen. Bist du ganz sicher, dass das hier irgendwo war? Ja. Da ist er. Wo war denn dieses edle Haus? Kann doch nur in der Richtung gewesen sein, ne? Ich habe immer eine komplett falsche Himmelsrichtung im Kopf. Kann ich auch eine Fackel in der Hand nehmen, während ich auf dem Pferd bin? Nee. Schade. Hier ist der leere Baumstumpf. Schon eine Menge weich. Ich friere hier. Siehst du hier irgendwo ein Wildschwein? Das Pferd also hört sich ein bisschen an wie der Fledermaus, finde ich. Flap, 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 flap.
ich sehe hier gar nichts. Ich glaube, das war hier irgendwo außerhalb, ne? Dieses riesen, dieses teure Gebäude, oder? Woanders? Okay. Wäre mehr als ungünstig, wenn mein Rucksack weg wäre. Ja. Weil da das ganze Essen und alles drin war und schöne Sachen auch. Oder so, oder? Nein, und die ganzen Kräuter. Ich war ja die ganze Zeit auf Kräutersuche. Wo war das denn? Hinten ist ein Reh. Ich versuch's mal da. Willst du den Hirsch da hinten erledigen für Fleisch? Wo war denn das? Da dafür muss ich den Hirsch erstmal sehen. Richtung Osten von hier aus. Hinter der Birke. Nee, ja. Ich glaub, das ist ein Problem. Wenn ich jetzt die Fackel, also den Bogen in die Hand, ist die Fackel weg. Oder? Und dann sehe ich überhaupt nichts. Nee, das ist es auch nicht. Das ist zwar ein schönes Haus, aber das ist nicht das, was ich suche. Hier, wo war denn dieses Anwesen mit den Ledergarnituren und der Badewanne? Das war doch ein einzelnes Haus, dieses Anwesen. Das war doch recht freistehend. Ich hab's getroffen. Was hast du getroffen? Da war das im anderen Spielstand. Den Hirsch. Ja. Ich hab wirklich kaum was gesehen. Okay, so. Wenn du diese Richtung vermutest, war es vermutlich genau die eine andere. Dankeschön. Nee, jetzt mal ehrlich. Klingenwaffen. Toll, ich finde alles, nur mein Rucksack nicht. Ja, wir müssen warten, bis es hell ist. Es kann auch das gewesen sein. Selbstgespräche 2.0. Okay, dann gehen wir in die Richtung. Ich hatte hier mit wer war da? Mit Gotteshand war ich, glaube ich, da. Gary, hi. Da war ich doch am Anfang dieser neuen Staffel in einem großen Anwesen, was richtig luxuriöse Möbel hatte. Ich finde das nicht mehr wieder. Ups. Mhm. Und hier ist ein Händler, da gebe ich mal eben ein paar Dolche. Das hatte ab. Säulen davor. Ja, es war vor allen Dingen ein freistehendes einzelnes Haus. Was macht in der Stadt Händler gibt es zwei davon, ne? Also zumindest habe ich zwei davon gesehen. So, wie verkaufe ich jetzt denn hier was? Eins davon ist nördlich von oder in der Nähe von der Schmiede. Von der externen. Bitte, was? Wo? Eins davon ist nördlich von der Schmiede. Okay. Nördlich von der Schmiede. So. Das heißt, da wo Jade gerade rumläuft? Also die ist beim Schmiedesymbol. Achso, du meinst bei unserer Schmiede, ja? Ja, genau. Nördlich von, da wo, also westlich von Jade ist eine Kreuzung und an dieser Kreuzung steht das eine Haus. Okay, dann gehe ich da mal hin. Aber welches von denen ist mir egal, aber wenn, da gibt es ganz viele Ledergarnituren und wenn wir die zerkloppen, kriegen wir ja gut Leder raus. Das wäre ja mal die Idee dann. Dann kann man nochmal einen dritten Sattel machen oder Zügel oder wie auch immer. Moment, wo ist sie denn hin? Aber dieses Haus steht nicht in der Stadt, sondern weiter außerhalb, ne? Oder? Ist es direkt hier in der Stadt? Ich habe eine gefunden in der Stadt. Der schwarzen Badewanne. Da so, genau. Und dem Bett. Und alles Waffenstände, die wir hier haben. Genau, und die Waffen. Achso, jetzt fällst du wieder ein, Warcry. Das meiste geile Zeug habe ich übrigens aus diesem Haus bekommen, ne? Aha. Aber ich glaube, ich hab's hier. Das Ding hat Säulen davor. Ja. Ich glaube, das Haus, was ich da gesehen hatte, war aber nochmal deutlich größer als. Ich glaube, das war deutlich größer noch, was da draußen stand. Aber hier ist schon mal. Das sind die Dinger. Hier ist schon mal eine Couch drin, das ist sehr gut. Das brauche ich nur hier heute. Fazzo, danke für den Follow. Und Skara, danke für den Host übrigens. Ich töte die Pferde nicht, nur weil ich mit ihnen reite. Lass das. Das Pferd steht mir gut, finde ich auch.
nicht mitnehmen lasse. Ich glaube, mein Rucksack ist weg. Ich sehe hier auch leider nichts. Nee, das ist doof dann. Ach, hier ist ja noch Sachen ungelootet drin in dem Haus. Okay. Kartoffeln, bisschen Fleisch, Weizen. Weißt du denn ungefähr, wo du gestorben bist? Ich weiß auch nicht, wie das... Ich weiß nicht, wie das eingestellt ist, wie lange die Sachen hier liegen bleiben, wenn man gestorben ist. Also wie viel das per Default ist. Normal 15 Minuten, oder? Ja, kann sein. Aber ob das jetzt in diesem Mod auch so ist? Ja. Asrak? Ja, bitte. Würdest du uns mal helfen, das zu testen? In einer neuen Aufnahme mit Sicherheit. Okay, gut. Dann gucken wir nächste Folge an, wie lange Asraks Rucksack liegen bleibt, wenn er gestorben ist. Okay. Ich glaube nicht, Tim. Also, hatten wir doch eben drüber gesprochen. Ich habe hier Zeugen. Ja. Mhm. Ich wollte helfen, aber nicht das. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Das ist ja eine Hilfe. Tschüss. Ciao. Ciao.